ist jetzt meine allererste Videoaufnahme. Ich bin gerade aufgeregt, aber das muss ich jetzt mit euch teilen. Warte mal, ich mach mal die Musik leiser. So. Ja, wie gesagt, das ist meine allererste Videoaufnahme und ich bin ganz, ganz aufgeregt. So, also habt Mitleid mit mir. Aber das muss ich jetzt unbedingt mit euch teilen. So, jeder, der die Sendung gesehen hat, weiß ja, kennt den Tisch. Der Tisch. Der musste unbedingt mit. Denn es ist ja der Tisch. Selbst in dem Apartment, wo wir ja anfangs gewohnt haben wir den Tisch nicht benutzt. Das ganze fast halbe Jahr haben wir den Tisch nicht gebraucht. Und so fing die Debatte dann an, ob wir den Tisch jetzt halt mitnehmen oder nicht. Er wollte ja unbedingt den Tisch mitnehmen. Und ich habe gesagt, wir werden den Tisch nicht brauchen. Aber er musste mit. Nun wohnen wir jetzt fast 3 Monate hier. Und wir alle haben den Tisch vergessen. Man glaubt es kaum, aber er ist tatsächlich in Vergessenheit geraten. Und ja, jetzt wollte ich gerade die Garage kehren und habe hier diesen Haufen entdeckt. Ja, alles schön zugedeckt mit seinem Zeug, was er fürs Autoputzen braucht. Und wollte eigentlich das alles mal beiseite schaffen, so. Und den Karton hier zerkleinern und hebt das so hoch. Und was finde ich da? Könnt ihr sehen? Der Tisch. Der Tisch ist in der Garage. Hinter einem Dachfernseher. Wir brauchen ihn wirklich nicht. Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, für was diese Platten sind. Ja? Die gehören zum Tisch. So. Und für alle, die sich jetzt seit der Sendung Gedanken darüber gemacht haben, warte mal kurz, was mit dem Tisch passiert ist. Der Tisch ist hier. Wir brauchen ihn nicht. Und jetzt versuche ich mal einfach den Tisch hier rauszuholen. Warte mal kurz. Das muss nämlich alles weg. Ich weiß nicht, was mit dem Tisch passiert ist, aber auf jeden Fall. Der Tisch ist kaputt. So, nun hätten wir das Rätsel aufgelöst, was mit dem Tisch passiert ist. Ja, der wird wohl im Sperrmüll landen, so wie ich es prophezeit habe. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt alle ruhig schlafen. Jetzt habe ich den Fernseher, glaube ich, geschrottet. Gehört da eigentlich irgendwie rein, oder? Heider Mai. Okay, jetzt muss ich euch wieder ablegen.
gar nicht. Warum ist eigentlich der Fernseher hier in der Garage? Ist der auch kaputt? Ich packe das jetzt alles weg und mache auch Karton oben drüber. Nicht, dass er noch tatsächlich auf den Gedanken kommt, den Tisch ins Haus zu stellen oder so. So, das war's dann mal mit unserer ersten Videoübertragung. Ach ja, und wenn euch das Ganze gefällt, einfach liken. Ja. Und das nächste Mal nehme ich euch mit zu unserem Stewart-Haus, weil unsere Nachbarn da drüben, ganz da hinten in der Ecke, genau da, die bauen nämlich ein Stewart. Ja. Die waren schneller als wir. Well, so ist das Leben. Und dann zeige ich euch mal das Stewart aus. Okay. Macht's gut. Tschüss.